Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Heute mal auf dem Montag. Ich nehme jetzt spontan für euch auf und werde das jetzt gleich auch noch hochladen, das Video. Denn ich habe mir eigentlich überlegt, ich mache nur eine Zuchtfolge für euch, weil das ja auch den einen oder anderen immer interessiert, wie ich züchte. Und habe jetzt aber gerade gesehen, also wir sehen jetzt wirklich hier, ich habe wirklich wieder sehr viele Fohlen gekriegt. Und ich glaube, bis ungefähr hier so, würde ich mal sagen, habe ich die Fohlen noch nicht gesehen. Also es waren, glaube ich, 5 oder 6, die jetzt gerade dazugekommen sind, die ich noch nicht gesehen habe. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache das auch mal so live mit euch, mit der Cam. Ja, kannst du mir ja mal in die Kommentare mit da lassen, wie du das findest. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ihr seht ja normalerweise meine Reaktion nicht, wie ich was handhabe, wie ich mir hier an Kopf packe und alles. Da bin ich jetzt mal gespannt. Müssen wir mal abwarten, wie das jetzt so wird. Es fängt schon nicht gut an. Es fängt schon nicht gut an. Da kriege ich schon Schweißausbrüche gerade. Von Senox. Ja. Warum? Spiel. 9 Very Good kann ich erstmal mitleben. Das, ja. Das, also, das ist ein 100%iger Rabbi. Lasst euch da nicht irritieren. Das ist, das hat irgendwas mit diesen White Makings zu tun. Da muss ich aber nochmal irgendwie nachfragen. Da bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden. Also der ist 100% ein Rabbi, weil die beiden Eltern sind Rabbikanus. Deswegen ist es im Spiel einfach, das sind Rabbis. Punkt aus Ende. Ein, ja, einfach ein Fuchs. Brrr. Er ist besser wie sein Vater. GP-technisch auch, wenn nur so ein bisschen, ob ich ihn behalte, keine Ahnung. Kann ich euch gerade noch nicht sagen. GP-technisch ist er zu schlecht. 9 Very Good, was hat denn Senox? Senox hat auch 9 Very Good. Er hätte sich ein bisschen mehr an der Mutter orientieren können. Das wäre ein Träumchen gewesen. Finis, aktuell meine Hassliebe. So wieder so eine kleine Hassliebe. Sie hat aber die Blässe ihrer Mutter. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Sie ist von meinem eigenen Hengst. Sie ist ein Sudi-Träger. Wenn ich Glück habe, ist sie sogar eine. 637 ist jetzt auch nicht so der Brüller. Sie hat ein Average mit dazwischen. Das kann ich verkraften. Wenn die Konfi stimmt. Mal gucken. So. Also sie soll sogar ein Suti sein. Aber das ist kein schönes Suti. Also ich mag ja wirklich eigentlich so eher so das Suti. Das ist ja, das liebe ich nach wie vor göttlich. Das ist aber, glaube ich, unterschiedlich. Also da, das kannst du mir auch mal gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Wie das so ist, also ich glaube, das ist einfach, das liegt von der Nuancierung her, liegt das einfach daran. Na, wie gesagt, also das hier mag ich so gar nicht, das kann ich euch auch mal eben zeigen, das mochte ich aber noch nie. Weil ich finde, das sieht einfach schmutzig aus. Also das ist, für mich sieht das nach einem Palomino aus, der sich in Dreck gewälzt hat. Es tut mir leid, so sieht es für mich aus, aber wie gesagt... Ja, muss ich mal gucken. Was hat denn... Mäusken. So, was hat denn die Mama? What? Nee, finde ich nicht gut. Oh, das ist jetzt schon wieder so eine Karte. Erst sage ich, ja, geht. Das Spiel sagt, nee, geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Keine Ahnung. Ah, guck mal. Meine Lieblingsfarbe bei denen.
ist eine kleine Stute. Ne, wie ich schon eben sagte, diese Schmutzfarbe. 688, das nehme ich. Das hättest du dir verkneifen können, Spiel. Also das Average, das hätten wir uns verkneifen können. Also, wie sieht sie potenziell denn groß aus? Ja, das geht auch noch. So, 88, das heißt, die Mutter ist dann so eine Kandidatin, die dann gehen wird. 84. Okay, sie hat das Average schon mal ausgeglichen. Da muss ich jetzt die Konfi abwarten, wie sie sich da so schlägt. Aber potenziell würde ich sagen, ist die Mutter dann raus aus dem Rennen. Also sie ist ja deutlich besser wie ihre Mutter GP-technisch. Ich hoffe Konfi-technisch auch, dass es so ein bisschen nach oben geht. Weil der Vater... Oh, ich weiß gar nicht, was der Vater macht. Also den habe ich einfach random so rausgesucht. Keine Ahnung. Wurde nicht getestet? Wurde das in irgendeiner Form mal getestet? Nö. Okay. Okay. Reden wir nicht weiter drüber. Ich lasse mich überraschen. Aber die Mutter, wie gesagt, dadurch ist die Mutter halt mit raus. Dann haben wir einen kleinen Hengst. Das ist keine Eigenzucht. Random einfach Möhrchen auch wieder verteilen. Der wird aber gehen. Also, ich denke, der wird einfach gehen. Wobei, 5. Wie sollst denn du groß aussehen? Also, ein Rabbi ist er auf jeden Fall. Also, ein Flex-Rabbi ist es. Weiß ich noch nicht. Kann schon wieder so sein, dass es nichts wird. Ich lasse mich überraschen. So, nächste Überraschung. Wieder ein Hengst. Gib mir doch nicht immer diese Hengste. Von wem bist du denn eigentlich? Keine Ahnung. Auch mir wieder GP-technisch zu wenig. 4 wäre gut. 4 finde ich jetzt nicht so gut. Och, Spiel. Aber du müsstest auch... Nee, du müsstest... Das ist jetzt nur ein Rappträger. Das ist ärgerlich. Das ist jetzt nur ein Rappträger. Wahrscheinlich. Och, Mann. Ich weiß doch wieder nicht, was ich mit dem machen soll. GP-technisch soll es doch mal ein bisschen auch nach oben. Weil ich habe wieder so das Gefühl, dass der tatsächlich in den Konfis wieder ganz gut ist, wo ich sage, so 85 ist in Ordnung. Also es müssen sie Minimum schaffen. GP fehlt dann aber wieder. Das ist immer dasselbe. Immer dasselbe. So, Easy-Fohlen. Wir haben hier auch mal wieder Isländer mit dazwischen. Das ist, glaube ich, von Yumiko. Genau, von Yumiko ist das ein Fohlen. Also von dem Papa hier. Möhrchen gehen raus, Yumiko. Und ja, ich glaube, sie hat die Mutter ein bisschen verbessert. Ich muss aber mal eben gucken, was die Mutter GP-technisch hat. 82, was hast du? 97, ja, das interessante Farbe auch wieder. Ja, wie gesagt... Du hast 8 Very Good und die Mutter wahrscheinlich wieder. Gut. Muss ich nur überlegen, ob ich die Kleine behalten will oder nicht. Sie wird wahrscheinlich so aussehen, wenn sie groß ist. Ja. Ich muss einfach die Konfi abwarten, keine Ahnung. Den haben wir noch einen kleinen Hengst, auch wieder von Yuminos Hengst und 742, das ist schon mal die richtige Richtung, also wir bewegen uns da vorwärts. Genau, den habe ich jetzt auch schon getestet, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr.
Weil ich weiß gar nicht, den Hengst, den ich habe, der hat irgendwie. Hatte der auch um den Dreh? Ich glaube, der hatte sogar 702. Nee, 43. Weiß ich jetzt gerade aber nicht. Aber wird wahrscheinlich so groß aussehen. Das finde ich auch immer. Also, das finde ich wiederum eine hübsche Farbe. Aber ja, mit Hengsten, ich muss da wirklich knallhart sein. Deswegen, das ist ja, so komplette Eigenzucht. Ich glaube, das ist so semi in die Hose gegangen. 547 haben wir. Die Mutter hat nämlich auch so grottenschlechtes GP. Aber die Mutter hat die Gonfi. Das ist das Problem. 87. Oh, Mutti, was machst du denn wieder? Da ist sie. So, die Mutter hat. Um Längen hat sie die Mutter überholt. Aber die Mutter pendelt sich so in 94 ein. 88, 94. Was hat jetzt die Kleinste, sie jetzt gerade gemacht? Ich hoffe nicht, dass das der Höchstwert ist. Weil dann haben wir wieder ein Problem. Oder ich habe da wieder das Problem, dass ich die dann wieder nicht mit rauskriege. Weil sie ist eine Rapstute mit einem Splash White 1, kann ich auch mitleben. Ich muss die mehr Konfis laufen lassen aktuell, aber ich bin da so faul. Ich komme da nicht so viel zu. So, dann haben wir einen kleinen Hengst. Auch wieder komplette Eigenzucht. Ich glaube aber, da hatte ich mich zu entschieden, die Mutter rauszuschmeißen. Der hat nämlich nur ein GP von 681. Wird ein Schimmel. 84 ist jetzt auch nicht so das Beste. Also Schimmel seht ihr immer so hier so mit dran. Dann wisst ihr, dass das definitiv ein Schimmel wird. Das Schlimme ist, er sieht, soll groß so aussehen. Das ist wieder so das, was mich nervt. Von der Farbe her würde ich ihn liebend gerne behalten. Es ist. Was soll ich machen? Ich kann aber nicht immer alles sagen, oh, weil du schön bist, kann ich dich behalten. Kann ich den irgendwo bei euch unterpacken? Dani, kann ich den bei dir unterpacken? Und die sagt wahrscheinlich gerade hier oben. Kannst du vergessen. Ich habe selber keinen Platz. Ja, ist okay, ist okay. Ich habe nicht gefragt. Vergiss es. Ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Ah, Flexifohlen von den Quartern. Da haben wir 503. 500? 653 haben wir da. 85,9. Das könnte noch mehr werden. Denn der Vater schafft tatsächlich die 88. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Sie ist ein Rabbi. Ich meine, sie hat. Die hat 50. Ja, also sie ist eine Kandidatin, wo ich sage, die behalte ich erstmal und die Mutter behalte ich auch erstmal. Weil das vom GP her so ist, wo ich die Flexen hinbekommen möchte. Da so ansatzweise. So, den haben wir noch eine kleine Stute, auch wieder von Senox. Eine, die aber komplette Katastrophe ist. Ich meine, 696 reden wir nicht drüber. 8 very good, 9 3 good. 4 good. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Spiel. Nein, das möchten wir nicht. Nein, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht die 90 knacken. De Fohlen, ich hau dich. Fohlen, knackst du die 90, kriegen wir richtig Ärger. Ich krieg aktuell Kopfschmerzen mit dieser Zucht. Nee. Lassen wir. Sonst kriege ich noch mehr Kopfschmerzen. Auch von Senox wieder eine Tochter. Auch
genauso schlechtes GP, 686. Ich glaube, das liegt aber an der Mutter, denn die hatte, genau, die Mutter, die hat kein gutes GP. Die habe ich aber tatsächlich nur wegen der Konfi. Und es sieht so aus, als wenn ich die Tochter getrost abgeben könnte. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher. Mal gucken. Abwarten. So, dann sind wir jetzt auch schon erstmal mit den ganzen neuen Fohlen durch. So, erstmal die ersten Schweißperlen hier wegwischen. Ja, ich züchte jetzt noch ein bisschen. Potenziell hatte ich mir jetzt aber den erstmal rausgesucht. Den hier, da muss ich nur gucken, weil da ist nämlich schon wieder Kisame mit drin. Die beiden sind da mit drin. Und ich glaube, das ist wieder der gleiche Stammbaum, womit ich eigentlich züchten wollte. Hier wieder genau das gleiche. Auch wieder Kisame mit drin. Das... Wir wollen ja nicht. So, wer bist du überhaupt? Okay, du bist ein Verkaufskandidat. Was war mit dir? Wobei das... das sind nicht die beiden gleichen Linien. Da ist das Problem wieder mit der Konfi. Das könnte Aua werden. Warte mal, du hast aber kein... Nee, ich meine, die hätte kein Cream mit drin. Die hat nur ein Splash White 1 mit drin. Bei ihm muss ich wieder aufpassen. Er hat Cream mit dabei, dass es nicht wieder ein Doppelcream wird, weil sonst weine ich. Das... Mein verhasstes Cream ist wieder mit drin. Aber was soll ich tun? Was war mit dir? Genau, sie hatte nämlich auch noch ziemlich viel. Da bin ich jetzt wieder am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoller wäre, wenn ich sie einfach mit Shisui oder Jumpy decke. Als mit ihm. Ich möchte es aber ganz gerne mit ihr probieren. Auch wenn ich gesagt habe, letztes Mal, sie möchte ich nicht mehr decken. Bis jetzt hält sie sich ganz wacker und wenn das Fohlen dann mit weg ist, dann ist es halt weg. Kann ich dann auch nicht ändern. So. Hatten wir hier nicht... Warte mal, warst du nicht? Nee, du warst kein Flexenträger. Hatte ich hier nicht irgendwo einen Flexenträger mit zwischen? Ich dachte, da wäre ein Flexenträger mit zwischen, aber nee. Okay. Echt? Du hast nur... Warte mal. 90, 690, wartet das... Ja, ich habe gerade gesagt, das machen wir nicht mehr mit dem GP. Aber ich habe... Wo ist sie denn jetzt? Sie. Da ist kein Kisame mit drin. Nee, nicht das, was ich... Hier muss ich auch mit denen aufpassen. Genau. Ein Pearl, warte mal. Warum habe ich die alle nicht getestet? Was ist da los? Ich hoffe, da kommen jetzt keine bösen Überraschungen. Das wäre nicht gut. Ich möchte keine Überraschung. Möchte ich nicht. Nee. Überraschung ist nicht gut. Ich warte erstmal ab. Was war mit dir? Das war auf jeden Fall ein Flexen. Das ist auch ein Flexen. Nee, da nehmen wir einen anderen Hengst für. Was war mit dir? Nee, die wollte ich tatsächlich noch rausschmeißen. 92. Was hat er denn? Macht die 90. Und das war 91. Nee, dann probiere ich das lieber nochmal mit dem hier. Jetzt muss ich nur noch die Stute wieder finden. Welche war es denn jetzt? Und ich muss ganz dringend meine Quarter Flexen aussortieren. Das ist sowas von überfällig. Nein, ich finde diese Stute jetzt gerade wieder nicht. Das war auch irgendeine Rapzee. Guck
guck doch einfach vernünftig. So. Nee. So. Genau. Ich hab's gewusst. Ach, wirklich jetzt? Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Mal so gar nicht. Flexen, alles. Ich habe gerade nur Flexen frei. Nicht gut. Flexen, nicht gut. Wollte ich dich eigentlich behalten? Nee, dich wollte ich nicht behalten. Die eigentlich auch nicht mehr. Nee. Nee, 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 nee. Wir könnten. Da ist das GP wieder schon so weit auseinander. Das ist nicht gut. Habe ich jetzt gerade echt wirklich nur zwei Stuten, wo ich sagen, ah, gucke mal. Muss ich erst rummosern? So, die hat aber kein Cream. Ja. Dann machen wir das einmal. Gucken, was da einfach konfitechnisch mit rauskommt. So, warte mal. Wir hatten doch hier noch irgendwo Rapp. Mit ihm würde ich aber auch ganz gerne noch züchten. Da ist auch wieder Kisame mit drin. Da kann ich dann Abby auch schon wieder nicht nehmen. Was ist denn das? Was ist mit dir? Das könnte schief gehen. Könnte, muss nicht. Und ich bin sehr faul, was das betrifft mit den Testen aktuell. Aber es sind zwei Füchse. Ich gucke einfach, was da bei rumkommt. Ich sehe gerade aber auch schon wieder. Ach so. Spiel. Verräter, du. Decke ich jetzt sie auch noch mal? Eigentlich wollte ich die rausgeben, also aus dieser Zucht, also aus meiner Zucht wieder mit rausnehmen, weil sie halt GP-technisch zu schlecht ist. Aber dann probieren wir das noch einmal. Ja. Wie gesagt, es war wieder ein Rauf und Runter. Das, mal gucken, wie ich das jetzt handhabe. Ich habe keine Ahnung, ich bin schon wieder über die 20 Minuten drüber. Links und rechts findest du noch zwei weitere Videos von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, wegen diesen White Makings und wie das mit dem Sooty bei den Finnies ist, ob das random ist von der Farbgebung her oder ob man speziell auf dieses Dunkle züchten kann. Das würde mich tatsächlich jetzt auch nochmal sehr, sehr interessieren. Und ja, wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.